Wir spüren in der psychologischen Beratung letzten Endes jegliche Form von Gesellschaftsänderung oder gesellschaftspolitischer Änderung. So zum Beispiel die Pluralität der Gesellschaftsform, der Familienform. Familien sind heute sehr unterschiedlich. Es gibt viele Patchwork-Familien, alleinerziehende Familien, Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit Fluchterfahrungen. Wir haben gleichgeschlechtliche Familien, auch Familien ohne Kinder. Und letzten Endes sind das alles die Lebensformen, die bei uns ankommen mit ihren spezifischen Problemen. Die Einführung des Elterngeldes und auch die Einführung der Elternzeit für Väter hat dazu geführt, dass die Frauen emanzipierter wurden und früher wieder arbeiten gegangen sind oder auch mehr arbeiten gehen als früher, was auch zu bestimmten Erziehungsfragen führt, aber hat halt auch dazu geführt, dass Väter mehr teilhaben an der Erziehung, dass sie auch bei uns in der Beratung mehr präsent sind und am Erziehungsgeschehen teilhaben wollen und auch nach Trennung auch weiter Erziehungsthemen mit besprechen wollen und mit Anteil haben wollen und nicht nur die Versorger der Familie sind.